So, dann herzlich willkommen zum JFT Live Trading TV. Heute könnte es ein recht spannender Tag werden, nachdem eben die US-Indizes gestern auf Tagestief geschlossen haben. Liegen allerdings jetzt die US-Futures ja, 0,15% oder 0,2% im Plus der Nasdaq. Also gibt es eine kleine Erholungswelle. Bislang könnte das jetzt hier schon ins Bild passen. Denn der DAX hat ja hier gestern mehr oder weniger hier die Seitwärtsrange oder die Marken, die hier abgesteckt waren, komplett abgearbeitet. Jeweils einmal unten, einmal oben, dann fast nochmal unten erwischt. Und hier darf es eben sich jetzt ja ein Stück auch noch bis wieder über 10.713 eigentlich ausdehnen. Ja, ist 10.730 sogar. Allerdings natürlich ein Stundenschlusskurs bzw. auch ein 30 Minuten Periodenschlusskurs hier drüber würde ich nicht gerne sehen. Ja, um hier nochmal weitere Korrekturbewegungen zu präferieren, wären hier Kurse unterhalb diesem Level eigentlich notwendig. Deshalb darf jetzt hier der DAX höchstwahrscheinlich vormittags ja, sich eher seitwärts bewegen und dann hat sich ja hier, das weiß ich hier nur der 30-Minuten-Chart, ja, hier liegt aber dann eben die Unterkante des Rainbows auch, also hier ein dürfte es ein handfestes Verkaufssignal geben, sobald es unter 10.615, allerdings ja eben auch wieder auf Periodenschlusskursbasis eher das Signal handelbar. Ich denke, jeder Analyst, jeder Trader hat jetzt eher die 10.633 oder 35 im Auge. Wir könnten es ja auch nur temporär nach unten gehen, um einige Marktteilnehmer eben in Shorts reinzulocken. Und dann könnte es nochmal nach oben durchstarten oder wie man jetzt hier erkennt, will der DAX nochmal nach oben. Und ich werde jetzt hier eher auf der Lauer sein. Hier oben vielleicht nochmal bei Umkehrsignalen im Stundenchart nochmal einen Short zu suchen. Denn der Nasdaq jetzt gestern auch das Video und etc. gesehen hat, ja, man kann hier, das ist jetzt die Indikation, trete eben wieder ja, an dem Low im regulären Handel nachbörslich beziehungsweise eben auch auf Schlusskurs oder auf bei den Schlusskursen hier nochmal nach oben und die wichtige Marke ist jetzt hier bei 4.790. Das kennt man auch. Ich habe hier doch noch. Okay, der Chart ist jetzt weg. Nehme ich halt diesen Chart. Hier würde jetzt dieses Gap vom Wochenbeginn geschlossen. Hier bleibt das erhalten und das war ja auch so gewünscht für eine ja, eher deutliche Korrekturbewegung, aber man sieht ja auch hier, hält hier das Low und dieses Tief ist auch wichtig im weiteren Verlauf. Ja. Aber ich denke trotzdem, sobald es hier unter 4.790 geht, dürfte dieses ja, wichtige Unterstützungslevel auch nicht unbedingt halten. Natürlich wäre das hier auch erstmal eine Anlaufstation, um nochmal einen Rücklauf zu starten. Aber dann sollten ja, deutlich tiefere Kurse möglich sein. Und wenn man jetzt hier diesen Stundenchart sieht, wäre eben bei 4.740 oder eben knapp unter der 4.700 Punkte-Marke ein schönes Anlaufziel. Beim DAX nochmal,
Wie gesagt, hier ist eher die 10.615 wichtig. Allerdings bleibt natürlich auch das obere Level, muss man beobachten. Sonst aktuell gibt es eigentlich kaum Aktien-Setups. Das ist hier jetzt nur ein mögliches Szenario in Grau. Da würde nichts eingegangen. Und dann schauen wir noch auf die asiatischen Märkte. Der Hang Seng hat hier auch Doji jetzt fast. Und gut, das ist jetzt hier auch nur die Indikation. Kann man jetzt hier noch nicht als Doji interpretieren, aber bleibt in der Handelsspanne des letzten Tages auf jeden Fall kleben, sage ich mal hier oben. Und den habe ich vorher noch mal genauer angeschaut. Jetzt diese Bewegung, diese erste Bewegung hier entspricht jetzt hier fast exakt der zweiten Bewegung. Kommt eben darauf an, wo man es ansetzt. Also hier darf jetzt wirklich auch was fertig sein. Im Prinzip, ich weiß, ich sage das im Prinzip schon seit hier, nachdem die Kursziele hier erreicht worden sind. Allerdings würde ja hier dieses Signal und auch dieses Signal noch nicht aktiviert. Kommt jetzt hier ein Tagesschlusskurs unter 22.900 zustande, dann sollte hier definitiv eine Korrekturbewegung starten. Der Nikkei konnte hier sich etwas nach oben absetzen. Ich aktualisiere mal kurz wieder. Jetzt sind die Kurse wieder richtig. Ich weiß auch nicht, wieso es gerade beim Nikkei solche Probleme gibt. Hier jetzt ein Gegenlauf. Das wurde ja gestern angesprochen. Ich denke mal, hier kann man jetzt auch erstmal komplett aus dem Markt gehen. Aber man muss nicht, man kann auch das Tief von gestern hier als Stopp dann benutzen. Aber ich wollte ja hier nochmal einen Rücklauf sehen an das Niveau. Und klar kann sich das hier trotzdem noch nach oben auffächern, aber dann müssen auch in meinen Augen auch die US-Indizes und auch der DAX weiter nach oben ziehen, und das sehe ich halt im Moment noch nicht. Dieses US-Dollar, kanadische Dollar wurde ja leider ausgestoppt. Sonst hier, ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt hier groß erwähnt habe, das ist ein Szenario vom Gotmo Trader-Portal. Großer Nasdaq-Wert, die Alphabet-Aktie konnte hier exakt an das Hoch heranlaufen. Dann gab es eben hier schon die negative Tageskerze. Gestern folgte eine weitere, hält sich aber hier an dem natürlich jetzt Unterstützungszone auf, prallt hier leicht ab. Aber mit einem Gap Close kann man hier eventuell auch rechnen. Zu den anderen Sachen: Gold ist jetzt hier tatsächlich auch nochmal exakt an der Linie abgeprallt, die eingezeichnet war. Tagesschlusskurs über wäre dann, müsste man als Kaufsignal interpretieren. Bislang bleibt es unten und hat hier auch vorher Silber neue Tagestiefs hier erreicht. Allerdings hier ist diese Unterstützungslinie noch nicht verletzt worden. Bleibt auch alles beim Alten. Hier Pfund gegen australischer Dollar kann sie jetzt hier leicht ab nach oben absetzen. Ist auch nötig, dass jetzt hier ein Forex-Setup mal in die gewünschte Richtung geht. Und ja, bislang kann man den Stopp nicht nach oben versetzen. Hier ist genau, hier ist jetzt das Nasdaq-Setup, was ich noch vorher gesucht habe. Jedes Mal wurde diese Tiefstände eben nicht unterschritten. Also ich warte hier schon länger eben auf eine Korrektur im Nasdaq. Wie man hier sieht, sind die Linien einfach nach oben geschoben worden, aber sind eben nicht aktiviert worden. Und hier wäre jetzt eben die 4790 zu nennen. Danke fürs Zuhören und wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag.